Gut, danke. Tschüss. Alter. Na doch, Gegner. Warum? Ritter der... Ritter der was? Ritter der Ordnung. Oh. Alles in Ordnung bei euch? Was ist denn hier los? Aua! Au! Von Zylinder verließ, wurde ich von drei Märchen Wesen in letzter Mauser eingegriffen. Ich soll die Kilibi empfangen, aber was du überweist. Das war ein harter Kampf. Ich hoffe, ihr seid unversehrt. Was waren das für Wesen? Ihr kennt die Legenden nicht? Wie ist das möglich? Diese Kreaturen, wie ihr sie nennt, sind überhaupt keine Kreaturen. Es sind seelenlose Abscheulichkeiten, bekannt als die Ritter der Ordnung. Dass sie vom Resonator angezogen werden, ist nicht verwunderlich. Er wurde aus einem der Obelisken gebaut, mit denen die Inseln übersät sind und die ihnen zu gefallen scheinen. Ihr müsst sofort zu Sheogorath gehen und ihm sagen, dass die Ritter zurückgekehrt sind. Schnell! Schnell jetzt! Geht! Ist ja gut. Das sind zwei Hände. Es war kein Zweihänder, aber mein Schwert ist... Ah ne, obwohl falsch geguckt. Ja, 20 im 24. Nee, mein Schwert ist trotzdem besser. Oh, Herz der Ordnung. Mhm. Nehme ich mal ein, zwei mit. Hm. Ja, wenn Herz der Ordnung ist, auf jeden Fall jetzt nichts mehr in Ordnung. Oh Gott. Sollte einfach weg. Ja, Milka, sondern... Genau. Sheogorath. Fasst euch kurz. Geht jetzt. Wie kann ich zu Diensten... Gar nicht. Ist nun denn, was könnt ihr Neues berichten? Ich wurde von Rittern angegriffen. Soweit schon? Vermutlich nicht so überraschend. Darüber sprechen wir später. Wir müssen euer kleines Hirn jetzt nicht damit belasten. Ja. Und wow. Civilian? Da ihr hier steht, nehme ich an, dass ihr Erfolg hattet, oder? Extrem verwirrt seid? Oder dass es euch an Urteilsvermögen fehlt? Die Delian funktioniert wieder. Wunderbar. Zeit zum Feiern. Los! Käse für alle. Moment. Kommando zurück. Kein Käse. Wenn man keinen Käse mag, ist das schon so gut wie eine Feier. Oder... Was? Ihr seid wie eine brave kleine Ratte durch das Labyrinth gerannt, doch noch bekommt ihr keinen Käse. Höchstens ein kleines Stückchen. Ich habe euch einen neuen Zauber verliehen. Die Fähigkeit, Haskell, meinen Haushofmeister, zu beschwören, damit er euch auf euren Reisen hilft. Er weiß eine Menge, mehr als er selbst weiß. Probiert es doch gleich einmal aus. Beschwört unseren Freund zu euch. Ich warte so lange. Den Freund beschwören.
Unser Fürst hat euch die Macht verliehen, mich zu beschwören. Oh, wie wundervoll für mich. Wenn ihr mich beschworen habt, kann ich euch Rat zu eurem derzeitigen Vorhaben geben. Was ihr dann mit meiner Weisheit macht, liegt vermutlich bei euch. Versucht, eure Macht sparsam einzusetzen. Ich habe Pflichten zu erfüllen und die sind sicherlich wichtiger, als euch das Händchen zu halten. Ist das Danke. Nicht zum Schreien? Super. Ich persönlich liebe es. Es ist eigentlich das Beste daran, ein Daedra-Fürst zu sein. Kommt schon, versucht es noch einmal. Ihr mag das. Klingt ja das, ne? Aber kein Verständnis. Ach, schon wieder beschworen. Mein Fürst hat so große Freude daran, genau wie es ihm zusteht. Ich nehme an, dass ihr fürs Erste fertig seid. Mal gucken. Ja, ihr seid recht gut in euren neuen Fähigkeiten geworden. Danke. Wie ich schon sagte, versucht eure Macht nicht zu missbrauchen. Ich doch nicht. Was? Wie kommst du denn darauf? Gut, gut. Ihr werdet alle Hilfe brauchen, die ihr finden könnt, wenn ihr Jykkalak besiegen und den Grauen Marsch aufhalten wollt. Oh, rechnet nicht damit, den lieben Haskell irgendwo außerhalb des Reichs beschwören zu können. Er verlässt nur ungern meine Gegenwart. So etwas gibt es. Jykkalak, wer ist das? Der Daedra-Fürst der Ordnung. Oder der Kekse? Nein, Ordnung. Und das ist jetzt nicht irgendwie nett gemeint. Trostlos, farblos, leblos. Öde, öde, öde. Und kein Freund meiner Werke. Das kann ich euch sagen. Hasst sie, hasst mich. Ein wenig engstirnig. Versteht ihr? Ihr habt seine Ritter gesehen. Nicht gerade lieb und kuschelig. Kein einziger eigener Gedanke in ihren leblosen Hüllen. Und jetzt werdet ihr mir helfen, ihn aufzuhalten. Ich? Wie? Schon wieder diese pedantischen Kleinigkeiten. Schweigt! Sonst bringe ich euch zum Schweigen. Wir kommen schon noch rechtzeitig dazu. Im Augenblick habt ihr andere Aufgaben. Was ist der Graue Marsch? Ein Ereignis. Eine Bewegung, eine Art Apokalypse, geschieht in jeder Ära, am Ende der Ära. Und das heißt jetzt. Der Graue Marsch kommt und Jykkalak wandelt unter uns. Oder er rennt. Niemals hüpft, schleicht oder stolziert er. Meistens zerstört er einfach alles um sich herum. Und was wollt ihr jetzt von mir? Bitten? Bitten? Ich bitte nicht. Ich befehle. Dies ist mein Reich. Wisst ihr noch? Meine Schöpfung, mein Ort, meine Regeln. Schaut euch nur einmal an. Keine Vorstellung, wo ihr da reingerutscht seid. Keinerlei Gefühl für den Ort. Ihr wisst noch nicht einmal wirklich, wo ihr seid. Nicht wahr? Vermutlich tun das nur wenige. Aber darum geht es nicht. Wir werden euch eine Kostprobe davon geben, wo ihr euch befindet. Ihr werdet es erfahren. Lernen, wie was lernen? Zwei Hälften, zwei Herrscher, zwei Orte. Treffen und Begrüßung. Tut ihren Willen, damit ihr erfahrt, worum es bei ihnen geht. Der Herzog von Mania und die Herzogin von Dementia. Sucht sie auf. Und lasst euch zeigen, was Neu-Sheod ist. Lasst euch überraschen. Sobald ihr versteht, was mein Reich ist, versteht ihr vielleicht auch, warum es so wichtig ist, es unversehrt zu bewahren. Und vielleicht findet ihr unterwegs neue Freunde,
Das ist immer nett. Aber Marsch. Jigalaks Zeit ist gekommen und es ist keine gute Zeit. Ihr werdet mir helfen, sie zu beenden. Doch zunächst müsst ihr etwas davon verstehen. Ich kann nicht von euch erwarten, etwas zu retten, das ihr nicht versteht. Darum sprecht mit meinen Herzögen. Verschafft euch Wissen über Mania und Dementia. Versucht nicht zu sterben. Oh, hast du Angst um mich, Jigalak? Ein anderer Daedra-Fürst. Kein besonders netter. Ich glaube wirklich nicht, dass irgendeiner der anderen Fürsten ihn mag. Ich meine, selbst Malakat ist auf Festen willkommener. Und Malakat ist auf Festen nicht gern gesehen. Obelisken? Ihr habt sie also gesehen? Komische Dinge. Sie waren schon immer hier, aber sie stammen nicht von hier, wenn ihr versteht, was ich meine. Auf dem Grauen Marsch könnt ihr diese Ritter der Ordnung in ihrer Nähe sehen. Sie werden von ihnen angezogen wie Fliegen vom Honig oder vom Gammelfleisch. Schon mal darüber nachgedacht, warum Fliegen beides mögen? Lieber nicht fragen. Die Herzogin von Dementia. Immer argwöhnisch, immer besorgt. Irgendwie eine Gefangene in ihrem eigenen Haus. Und eigentlich eine entzückende Gesprächspartnerin. Es ist schwieriger, sie zu sehen als Tardon. Vielleicht solltet ihr um eine Audienz bitten. Tardon? Der langjährige Herzog von Mania. Ein Meister der Fröhlichkeit, wenn ihr so wollt. Und wenn ihr nicht so wollt, ist ihm auch das egal. Ciao, kommt bald wieder. Oh ja. Ja, aber vorher reizt sich der aus. Wie kann ich zu Diensten sein? Wow. Ja, warum kann ich so hoch springen? Ja, da kommen wir wieder raus. Aha. Aha. Sprecht, Bürger. Ach so, das ist ein Chirurgus Palast. Okay, Haus Hamania, ja. Jetzt hier. Willkommen im Haus von Mania. Okay. Wird eigentlich irgendeine Quest mal beendet, oder? Nein. Warte mal, liegt es an der Uhrzeit? Morgen. Zahlen zugefügt. Ah ja. Ah, es lag wohl tatsächlich an der Uhrzeit. Ah, da seid ihr ja. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange ich auf euch gewartet habe. So wenig zu tun und so viel Zeit. Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, wie lange ich gewartet habe? Ne. Ich glaube es zwar nicht, aber ich könnte mich irren. Es könnte mir aber auch egal sein, was trifft zu. Ist es euch egal? Nein, ich dachte doch. Andererseits dachte ich aber auch, dass ihr schwerer sein würdet.
Seht euch doch an, ihr seid leicht wie ein Stuhl. Wie könnt ihr nur so herumspazieren? Mir ist es gleich, ob so oder so, alles gleich. Ohne den Kelch ist alles verkehrt. Habt ihr ihn jemals benutzt? Nein, natürlich nicht. Das müsst ihr unbedingt. Ihr müsst es unbedingt ausprobieren. Es wird eure Welt verändern, euren Horizont erweitern. Zusammenziehung führt zur Erweiterung, versteht ihr? Naja, meistens jedenfalls. Der Torwächter ist weg. Endgültig. Oder auch nicht. Vielleicht macht er ja nur Urlaub. Mal sehen. Echte Umkehrung? Oh, ihr habt also davon gehört. Nein, habe ich nicht. Ihr habt noch nie davon gehört, aber ihr kennt seinen Namen? Was seid ihr nur für ein seltsames Wesen? Eines meiner Lieblingsspielzeuge. Kurbelt die Kreativität an wie nichts. Naja, nicht von allein, aber es hilft. Diese Elytra sind kluge kleine Insekten. Könnt ihr mir folgen? Also, ihr esst von dem Taumeltau. Verwendet dann den Kelch und schon erscheint euch die Welt heiter und glücklich. Ehrlich. Aber ich hab ihn nicht. Also kann ich keinen Taumeltau essen, weil das einfach schlecht wäre. Ich meine wirklich schlimm. Verflucht soll sie sein. Ja. Wir halten uns an flüchtigen Dingen fest, selbst wenn wir ins Rutschen geraten. Ich wusste das und trotzdem gönnte ich es mir. Ich gönnte ihr auch einiges. Es war Leidenschaft, es war verboten. Oh, was hätte es für Gerede gegeben, wenn es publik geworden wäre. Das machte die Sache umso pikanter. Ausgerechnet am Hofe von Dementia. Skandalös. Fatal vielleicht. Aber die Leidenschaft nimmt keine Rücksicht auf die Selbsterhaltung. Nein? Wenn nicht, könntet ihr. Ihr würdet aber nicht auf sie hereinfallen. Nicht der Typ. Seltsamerweise stoßen sich Gegensätze ab. Die ganze Freude und der Schmerz sind jetzt weggeschlossen, als wäre nichts gewesen. Leider ist der Kelch ebenso weggeschlossen. Ich denke nicht daran, ihn selbst zu holen. Aber es würde euch vielleicht etwas nützen, ihn zurückzubringen. Mir platzt gleich der Kopf. Seht ihr das? Ich muss mich hinlegen. Jemand anderes soll euch den Rest der Geschichte erzählen. Holt den Kelch zurück. Tana hat mich gebeten, ihn in den Kelch der Umkehr unterzubringen. Ich muss jemanden an deinem Asylhof finden, der weiß, wo er sein könnte. Ja, ihr da. Nehmt euch ruhig, was ihr braucht. Die Früchte des Gewächshauses sind für alle da. Ah, okay. Geht jetzt. Sieh an. Mir ist, als hätten wir schon darüber gesprochen. Oder irre ich mich? Vielleicht irrt ihr euch und wir haben darüber gesprochen. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich könnte viel klarer denken, wenn ich den Kelch hätte. Ja, wenn du den Kelch hast, dann brauchst du mal nicht mal sagen, wo der Kelch ist, weil dann habe ich ihn ja. Aber warte, mein Freund kann ich doch kurz holen. Ja, benötigt ihr Hilfe? Yep. Den Tardon. Tardon hat euch gesagt, was er will. Ihr könnt ja mit den anderen Höflingen sprechen, vor allem mit seinem Truxes. Tardon hat euch gesagt, was er will. Ihr könnt ja mit den anderen Höflingen sprechen, vor allem mit seinem Truxes. Ich lebe, um zu dienen. Willkommen im glückseligen Gewächshaus. Willkommen im glückseligen Gewächshaus. Ja. Ah, sorry. Ja, benötigt ihr Hilfe? Nö, sorry, hab ich nur. Tut mir leid, das war jetzt wirklich nicht mal meine Absicht. So, okay. Ja. Der Segen des Wahngotts. Kelch der Umkehrung. Es steht mir nicht an, darüber zu sprechen. Wenn ihr es wissen wollt, redet mit Glubschauge. Passt auf. Ihr habt mit Tardon gesprochen. Yep. Ich merke es euch an. Er hat eine gewisse Wirkung auf andere. Hat er mich vielleicht erwähnt? Oder wolltet ihr über etwas anderes sprechen?
Über den Kelch der Umkehrung. Was Tardon angeht, stelle ich nicht zu viele Fragen. Er ist für ihn wertvoll und nur das zählt. Es ist seine Angelegenheit. Aber er hat nicht erwähnt, wo er ist. Oh, verstehe. Wie genial von ihm. Es geht nicht nur um ihn, sondern auch um euch. Oh, sehr gut, Tardon. Der Dunnerwurzbau ist euer Ziel, mein Freund. Und was für ein Ziel das ist. Dunnerwurzbau? Ja, ein einzigartiger Ort. Natürlich ist der Kelch dort. Versteht ihr nicht? Es sind die Elytra. Sie sind der Grund. Der Kelch, Taumeltau, Elytra, alles hängt zusammen. Einzeln sind sie unbrauchbar, giftig. Ach, ihr habt einen schwierigen Weg vor euch. Einige der Elytra dort sind anders. Ihr müsst den Taumeltau von ihnen holen und schlucken, sonst kommt ihr nicht hinein. Aber seid ihr erst drinnen? Er will, dass ihr selbstständig lernt. Ihr sollt an euren eigenen Erfahrungen wachsen. Das ist seine Art. Mehr sollte ich nicht sagen. Aber der Bau ist nordöstlich von Neu-Schiot. Okay. Taumeltau? Oh, darüber will ich nicht sprechen. Tardons Pläne für euch, meine ich. Ich mag euch, aber ich würde mich nie in Tardons Vorhaben einmischen. Ja? Das ist wirklich komisch. Das ist wirklich komisch. Ihr seid erbärmlich. Nichts. Es ist sehr nett, dass ihr das sagt. Oh, der ist klasse. Das ist... Ihr lügt... Ihr seid zu freundlich. Das ist der Gefäß. Bla, bla. Spart euch eure Worte. Ihr lügt. Spart euch eure Worte. Ihr macht mir keine Angst. Nun, vielleicht meint Tardon, dass ihr etwas mehr Führung braucht. Er hat doch gesagt, dass ihr mit mir sprechen solltet, nicht wahr? Mhm. Taumeltau ist ein Gift. Ein sehr gefährliches Rauschgift. Zunächst fühlt man sich ganz toll, aber das vergeht. Und wenn man dann länger keins bekommt, leidet man. Toll. Auf Wiedersehen. Also andere Menschen zum Leiden zu bringen, finde ich ja noch lustig, aber mich selbst... hört der Spaß aber auf. Ah, toll. Na gut. Dann nehme ich dieses Taumeltau und was soll schon schief gehen? In dieser gestörten Welt. Lütern bösartige Entdeckten. Was? Will nicht gegen bösartige Entdeckten kämpfen. Kein Interesse. Was ist denn schon wieder für ein Viech? Achso, das sind diese Baumviecher, ne? Ja. Oder? Ja, das ist ja dieser Baum. Toll gemacht.